Moin moin Leute. Ja, diesmal mit einer Anmoderation von meinem bescheidenen Sofa. Da ich bei den nächsten Videos immer relativ spontan angefangen bin zu filmen. Sprich, ohne Anmoderation, ohne Stativ. Also nimmt es mir nicht übel, wenn die Qualität ein bisschen leidet und ab und zu ein bisschen was verwackelt ist. Werde ich nächstes Mal auf jeden Fall besser machen. Aber wie gesagt, das war das relativ spontan. Unter anderem haben wir den Motor abgeholt, das habe ich gefilmt. Dann zeige ich euch noch kurz meine Halle, wie sie so provisorisch eingerichtet ist. Und wir fangen auch schon mal an, den Motorraum ein bisschen frei zu machen. Von wegen Kühler raus etc. Könnt ihr mir gerne sagen, wie euch das Video gefallen hat dann. Das ist ja ein bisschen anders aufgebaut als die anderen jetzt. Da habe ich ja die Kamera meistens nur selber in der Hand, sprich mein Handy. Und keine Person extra filmt. Ja, lasst mal gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Und ich würde jetzt einfach sagen, viel Spaß mit dem Video. So, das ganze 30 Sekunden Was passiert hier? Nachdem Ploschi und ich den Motor geholt haben, was übrigens ein 1,8 RP ist, hat sich ein Freund von ihm bereit erklärt, uns den Motor mit seinem Trecker aus unserem Anhänger zu holen. Wie ihr auf dem Foto sehen könnt, versucht Ploschi gerade zu sagen, dass er die Gabel ein bisschen weiter zusammenfahren soll, da er sonst nicht unter die Palette kommt. Und das ging nur leider bei dem Trecker nicht. Wir wussten, wir müssen den Motor in den nächsten Minuten irgendwie aus dem Hänger bekommen und in meine Halle bekommen. Manche sagen, es ist fusch, manche sagen, es ist nachlässig. Manche sagen, es ist geil und klappt. Wir sagen, es ist geil und klappt. Also haben wir mit Hilfe eines Anschnallgurts Folgendes gemacht. Ich hoffe, man sieht alles gut. Denn ich bin heute spontan ohne Kameramann, sprich Kamerafrau Teiner, und ohne Stativ in die Halle gefahren. Warte, ich stelle mir die Kamera um. Und zwar habe ich provisorisch schon mal so ein bisschen eingerichtet, wie man hier sehen kann. Schöne Stühle aus den 60er, 70ern.
einmal ein bisschen wohnlicher gemacht. Meine kleine Stoßstangensammlung ist auch schon hier. Ja, ich denke mal, das wird so eine kleine Boomtour. Das Abteil ist jetzt nicht meins. Und zwar mir gehört oder uns gehört nur das hier. Mein Golf auch schon am Start hier. Provisorischen Baustellenstrahler. Dann der 1.8er RP. Was wir mit der Wand machen, steht noch offen. Zum einen einmal eine schöne große KW-Flagge. Sieht man jetzt scheiße. Die wird da von der Wand baumeln. Und sonst wollten wir uns da künstlerisch ein bisschen ausleben. Ihr könnt ja gerne mal vorschlagen, was wir da überall hinmalen sollen. Auf jeden Fall sollte die relativ gefüllt sein. Da ja schon mal so ein großer Platz da ist, muss man den auch nutzen. Und zwar ist der Plan. Nächste Woche, übernächste Woche soll der Motor rauskommen, je nachdem, wann ich und Raphael Zeit haben, denn das wollten wir zusammen machen. Und das ein oder andere wurde schon bestellt für den Motor, um den so ein kleines bisschen zu überholen. Man sieht, der Anlasser ist schon neu. Und dann steht dem nichts mehr im Wege, dass der da reinkommt. Jo, dann wollen wir mal. Ach ja, und das hat übrigens nicht gut gehalten. Ja, Belichtung ist gut. Warte, ich drehe mich mal kurz. Ist Belichtung gut, ja, ne? Belichtung ist gut. Mit Raphael wieder am Start. Man kennt es. Jo, wie man hier unschwer erkennen kann, der Motor schon mal zum Ausbau vorbereitet. Da kommt er schon. Weißt du, das ist so eine von diesen Aufgaben. Die mache ich einfach nicht gerne. Und kennst. Ja. Na, ist was denn? Jetzt geht's doch. Jetzt geht's doch? Ja. Eben ging's auch schon. Ich habe nur vercheckt, wie man das dreht. Easy. Ja, die Qualität leidet natürlich wieder ein bisschen hier. Wieder ohne Stativ am Start, wieder spontan mit dem Handy am Filmen, wie immer. Abends um 10 Uhr, mitten in der Woche. Ja. Andere Leute gehen nächsten Tag arbeiten. Ja, wir so denken uns Scheiß drauf. So muss das sein. Boah, ich bin ein guter, wie nennt man das, Kameramann? Wilde Aufnahmen, garantiert. Raphael, was machst du da jetzt? Was ich mache? Ich baue die Ansaugung von einem alten Motor auseinander. Das hört sich doch gut an. Und zwar machen wir jetzt den Ölabscheider los, damit wir hier den ganzen Unkel rauskriegen. In der Regel. Herrlich. Einmal wieder schön. Dann machen wir durch. Da oben. Perfekt. Und raus ist der Scheiß. Alles ganz einfach. USV auf dem Kappa. So, den haben wir schon. Guck mal, wenn man von hier filmt, dann duschert aber der rote Krümmer da ganz geil durch. Der rote Krümmer ist natürlich anders Porno. Wie man sieht, ist der Schlossträger bereits weg. Ganze Arbeit geleistet. Den letzten. Einfach ein bisschen ausbluten lassen. Ja, perfekt. Ich hoffe, man kann das hören. Ich pinkel mir nicht in der Hose, ich lasse den Kühler auslaufen. Lecker. Hast du schon meine geilen Arbeitsschuhe gesehen? Ja. So nehme ich so. Da kann ich mithalten. Weiße Socken und schwarz-weiße Schuhe. Das kommt davon, wenn man sich spontan dafür entscheidet. Sollen wir das nicht einfach jetzt machen? Jo, ich hoffe, euch hat's gefallen. In den nächsten Wochen gibt's auf jeden Fall mehr Update-Videos zum Motor, Aus- und Einbau. Damit der RP nicht mehr reinkommt. Und damit ich nächstes Jahr, wenn die Saison anfängt, auch wieder mit dem Golf ein bisschen rumgucken kann. Und ja, das ein oder andere Video ist noch geplant. Mit ein paar Neuigkeiten, also schaltet gerne wieder ein. Gerne kommentieren. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Unseren Kanal abonniert. Auf YouTube und auch auf Instagram. Wäre super. Jo, ich würde sagen,
Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.